So, Monaco liegt hinter uns und Schluss mit den Punktlosen ran. Vielleicht aber heute gleich wieder eine Podestplatzierung, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015. Ja, wir stehen immer noch mit 44 Punkten da. Und wie viel werden es heute werden, das werden wir einfach mal sehen. Auf die Ziele oder was ich mir einfach erwarte oder eben denke, darauf komme ich heute hier im freien Training mal zu sprechen. Und ich will nochmal die Wagen der 2016er Saison hinsichtlich ihrer Optik ansprechen. Ja, dann wollen wir mal loslegen, ne? Die nächsten Punkte müssen her. Wir müssen uns auch Platz 2 wiederholen. Williams in Monaco, Platz 1 für Massa und 3 für Bottas. Was für ein Ergebnis! Bestenfalls könnten wir das als Ferrari an diesem Rennwochenende erreichen, aber daran glaube ich nicht. 30 komplett 50, hier müssten wir wieder streng einstellen. Ja, heute steht das nicht drin, dann machen wir das natürlich. Kanada, eine Strecke, die dem Force India am besten liegen sollte, einfach weil sie so viel Höchstgeschwindigkeit bietet. So wenige schnelle Kurven und der Reifenverschleiß, der kommt denen eben hier sehr entgegen. Werden die ein Gegner für uns sein? Sollte nicht sein. Mm-mm. Auch wenn die Strecke noch besser als Monza für Force India sein sollte, einfach wegen des Reifenverschleißes, sollten die uns hier keine Gefahr werden, aber Williams wird dann umso eher mir davon ziehen. Wie das mit Vettel aussieht, weiß ich nicht so ganz. Also er kann sich wahrscheinlich noch gegen die beiden Weißen durchsetzen, aber ich werde mich wohl dahinter einreihen. Willkommen auf dem Circuit Gilles Villeneuve zum heutigen Training. Es ist fast 10 Uhr morgens Ortszeit und die Strecke ist trocken, also sollten demnächst die ersten Fahrer auf der Strecke unterwegs sein. Es ist immer schön, für ein spannendes Rennwochenende nach Montreal zu kommen. Hohe Geschwindigkeiten und enge Kurven bedeuten automatisch, dass immer die Möglichkeit besteht, dass ein Fahrer seinen Frontflügel verliert oder in einer Auslaufzone landet. Denn nirgends sind die Mauern so nah wie in Montreal. In der 13. Kurve und an der Wall of Champions fliegen immer ein, zwei Fahrer raus, die sich zu nahe heranwagen. Man kann also auch dieses Wochenende erwarten, dass jemand dort die Mauer küsst oder zumindest Bremsspuren hinterlässt. Einige Fahrer haben erwähnt, wie wichtig es hier ist, auf seine Hinterreifen zu achten. Ich weiß, dass die Teams von Sauber und Toro Rosso sich ziemlich Gedanken darüber machen, wie sie damit zurechtkommen. Das ist wohl möglich einer der Bereiche, den sie noch nicht richtig im Griff haben. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Die Anzugsmänner hinten bei Williams. Worüber die sich überhalten haben, vielleicht über die Zukunft der Formel 1. Na, wer weiß das schon? Im Qualifying wird bestimmt wieder angesprochen werden, auch hier in der Vergangenheit. Ferrari, Mercedes, McLaren und Williams, die waren doch hier immer ziemlich gut. Also irgendwas wird er da erwarten. Sowas wird bestimmt kommen. Regen soll kommen. Ich schau mal kurz auf die Wettervorhersage. Die Wolken werden sehr früh zunehmen. Und dann soll es wirklich regnen. Am Ende des freien Trainings. Ist die Frage, geht das dann, oh Gott, dann wird es stürmisch, geht das dann auch so in das Qualifying über? Das sieht nicht sehr rosig aus. Naja. Wir werden erstmal unser Setup laden. Was ich mir erwarte, ja, hinter Williams und vor Red Bull sollten wir hier liegen. Vielleicht wird es ein einsames Rennen. Ein Stop wird vorgegeben sein. Das werden wir mal sehen. Nö, das will ich nicht. Ich will Kanada. Und zwar Heckflügel 1 und Frontflügel 3. Und dann packen wir wieder 18 Kilogramm rein. Wir fahren direkt los. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Ja, F1 2015, was ich auch nochmal anreißen will, ist doch auch etwas unberechenbar. Also es gibt immer wieder Momente, wo ich mir sage, warum reagiert der Wagen jetzt eigentlich so, wie er gerade reagiert? Vielleicht an mir könnte es liegen. Ich könnte mir auch ganz gut denken, dass es einfach an dem Durcheinander bei diesem Programmcode hier liegen könnte. Also wenn ich eben nochmal, ich habe nämlich vor dieser Aufnahme hier mir das Kanada-Rennen angeschaut und 15 Minuten schon. Also ich habe mir das dann nochmal angeschaut und
Es war einfach schlimm, was da auf den Regenreifen los war, vor allem mit dem Red Bull auf dieser Strecke. Kann ich mir bis heute nicht erklären, warum das so war. Das Herausbeschleunigen und das Anbremsen. Klar, F1 2015 ist anspruchsvoller geworden als sein Vorgänger. Und wie das sich mit anderen Spielen verhält, ja, richtig, da war ich auf Mannstein. Also Grand Prix 4, das war auch eine ganz andere Zeit. Damals war auch Traktionskontrolle erlaubt, vorgeschrieben. Naja. Aber die Optik der Wagen. Wir haben die Wagen jetzt schon ein paar Mal auf der Strecke gesehen. Und wie gefallen sie uns eigentlich? Also wie gefallen sie euch? Gibt es da einen Favoriten? Also bei mir muss ich sagen, wenn ich jetzt bloß mal auf die Lackierung schaue, dann ist es, glaube ich, für mich der Renault. Das Gelb sieht schön aus, passt soweit. Bei Ferrari ist mir einfach auch zu viel Weiß dabei. Ich finde es zwar nicht hässlich, aber es gab schon schönere Ferraris auch in der Form. Also ich unterscheide einfach mal zwischen der Form, der Bauweise und der Lackierung. Da ist Ferrari nicht der schönste Wagen, hatten sie oftmals. Also relativ gesehen zu dieser Generation eben. Aber dieses Jahr nicht, in beiden Fällen nicht. Also nicht in der Optik und auch nicht in der Form. Für meinen Geschmack. Optik, sprich Lackierung, da bin ich für den Renault und für die Form bei Mercedes. Auch weil er eben auf diese komische Nase, die viele Teams haben, verzichtet. Also Hakennase, nicht mehr wirklich, eher dieser Stummel da vorne. Und generell sieht der Frontflügel bei den Mercedes noch so am besten aus. Der Renault sah auf den ersten Bildern, als der neue Wagen präsentiert wurde, besser aus als der jetzige, aber Optik ist ja alles schön und gut. Was zählt ist letztendlich einfach, ob der Wagen schnell ist oder nicht. Der 2014er Caterham, der verdient ja auch keinen Schönheitspreis. Oder auch der aus dem letzten Jahr. Generell die ganzen Nasen der letzten Jahre, sei es Säbelzahn, oder Hammerhai. Oder dieser Klotz, eben der grüne. Naja. Der Red Bull, das matte Design. Also mir gefällt dieser Wagen hier, der 2015. Da gab es einen Stoß von hinten. Mir gefällt der 2015er ganz gut von der Lackierung her. Ist auch sonst ein recht ansehnlicher Wagen. Und die aktuelle Lackierung, also das matte Design, das gefällt mir auch sehr. Also muss ich sagen, jo. Hat was, gefällt mir. Ansonsten. Ansonsten finde ich auch den Haas ganz toll. Schaut auch vor allen Dingen eben aus der Onboard-Perspektive, also der TV, der T-Cam, ganz gut aus. Ist eigentlich immer im Spiel das Kriterium, was man als erstes bewertet, weil wir fahren in dieser angesprochenen T-Cam, TV-Kamera Onboard. Und da sieht man ja die Nasenform, zum Beispiel den Stummel nicht. Der ist einfach viel zu weit unten. Das ist ja schön für Platz 1. Jo. Eindeutig. Da muss man eben differenzieren. Also der Männer ist zum Beispiel ein sehr schlichter Wagen. Jetzt bin ich, nachdem ich mich mal kurz am Kopf gekratzt habe, mit dem Daumen dann auf den DRS-Knopf gekommen. Also der Männer ist ein doch recht ansehnlicher, schlichter Wagen. Gefällt mir auf jeden Fall das Gefährt von Haryanto und Wehrlein. Ich gehe jetzt mal von der Lackierung aus. Aber ihr könnt ja auch mal jetzt nach ein paar Rennen euren Tipp hinsichtlich oder eure Meinung einfach, euren Geschmack, Lackierung und eben Wagenform abgeben, welcher Wagen euch da am besten gefällt. Hier war es gefehlt. Da lag gerade ein Teil, glaube ich, auf der Straße. Ich werde gleich noch eine Runde fahren auf den gelb markierten, dann geht's rein in die Box, die rot markierten holen, weil wir haben ja nicht so viel Zeit heute. Es soll ja schon bald regnen. Lass mich in Ruhe. Aber Wetterbericht. Starkregen in etwa 15 Minuten. 15 Minuten. Ja, hatten wir die Saison noch gar nicht. Regen mit dem Ferrari. Vor allen Dingen dann, wenn es wichtig wurde. Das ist ja immer das Entscheidende.
Freies Training kann auch schon entscheidend sein, wie zum Beispiel Singapur letzte Saison. Na, dann müssen wir mal schauen, wo die Reise heute wieder hingeht. Zweiter Gang wird mir hier nichts, dann ist zu niedrig. Bin ich zu langsam drin in der Kurvensektion. Links, rechts rum, vor allem der Ausgang rechts rum wird er entscheidend sein. Der Eingang? Ja, abkürzen oder nicht? Ja, da liegt wirklich ein Teil. Wem das wohl gehört, vor allem so ein ganz kleines. Ist die Frage, können wir mit diesem Reifensatz weiterkommen in Q1? Ich schätze mal, das wird wieder so eine wackelige Angelegenheit sein. Ich sag mal Platz 14 bis Platz 17. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit. Wir fahren jetzt rein, dann werde ich schnell die rot markierten aufziehen. Und dann schnell wieder raus. Ich werde mir jetzt gar nicht mal groß die Zeitunterschiede anschauen, die die Reifen haben. Ich schätze mal 3/4 Sekunde in etwa. Ich habe vorhin nicht drauf geschaut, als ich die Reifen mal kurz angesehen habe. 6,5 bis 7,5 Zehntel werden es wohl sein. Und ein Stop wird wohl auch vorgegeben sein. Ja, der Ferrari ist ja einerseits in Malaysia aufgefallen. Mit dem kam ich ganz gut zurecht über die Renndauer. Also ich will wieder darauf hinaus Boxenstopp einsparen, was ja bei 50% Rennen wirklich von Vorteil ist. Und bisher hatte ich immer den Eindruck, damit ganz gut zu fahren. Also der Ferrari, auch auf den abgenudelten Reifen, vor allen Dingen eben dann, der gefällt mir sogar noch besser als der Red Bull. Und das ist ja der Reifenschoner überhaupt. Deswegen werden hier zwei Stops eher gar kein Thema sein bei einem normalen Rennverlauf. Benzinmenge behalte ich bei. Da müssen wir im Qualifying weiter schauen, ob mir der leichte Wagen nicht so sehr liegt, wie dann eben ein schwerer Wagen. Monaco habe ich da jetzt keinen großartigen Unterschied gespürt. Jetzt will ich mal schauen. Ach, ich wollte ja gar nicht schauen, aber 653.000stel. Die Wolken ziehen nämlich jetzt ordentlich über die Strecke, wie wir sehen können. Starkregen werden wir hier noch erleben. Ich werde mir, glaube ich, geben. Reifen halten ja und mal schauen, wie sich das dann verhält, wenn ich eben an das Rennen in der letzten Saison denke. Wenn ich auch wieder an die Lackierung der aktuellen Wagen denke, der Force India hat sich auch nicht großartig verändert. Genauso wenig wie der Sauber. Aber gefällt mir irgendwie die Farbmischung. Also Force India war ja sonst immer eher weiß-orange. Und der aktuelle Ton, also so mit Schwarz, Silber und Orange, der gefällt mir auch sehr gut. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, das Gefährt. Vor allem der Force India wirkt mit seinem Silber noch eher wie ein Silberpfeil als die Mercedes. Mein Eindruck. Ich vermisse eben den grünen Wagen im Fahrerfeld. Caterham ist ja nicht mehr. Früher war es immer Jaguar, das grüne Gefährt. Einen gelben Wagen haben wir jetzt endlich wieder. Das war vor allen Dingen eben früher Jordan oder auch so um 2010 herum, der Renault. Okay, das Herausbeschleunigen schon mal deutlich angenehmer. Wetterbericht. Weniger als 10 Minuten setzt starker Regen ein. Vor allem, warum immer bei mir komplett stark? Gibt's gar keinen Übergang, also meistens dann immer sofort stark. Das war jetzt zu spät. Vollkommen zurecht, aber ist ja keine Runde, die uns gleich hier aufs Zeitenkonto gut geschrieben wird. Es war ja bloß die Outlap. Auch hier war es angenehmer. Nur kurz der Reifen stehen geblieben. Ich hoffe mal, Codemasters wird allgemein das Spiel verbessern. Ist ja klar, F1 2016. Aber auch diese Unberechenbarkeit, wo man einfach denkt, da hat gerade der Programmcode ein Schnippchen geschlagen. Was sich eben im Fahrverhalten widerspiegelt, das hoffe ich, wird dann einfach auch im nächsten Ableger ausgemerzt sein. Das war jetzt auch etwas zu spät gebremst. Oh, es sieht jetzt richtig zu, es wird richtig dunkel hier. Wetterbericht. In etwa 10 Minuten könnte es auf der Strecke stark Regen geben.
Noch sagt er 10 Minuten und Starkregen. Das war abkürzt, ja. Also es würde abkürzen werden. Ich habe es eben kommen sehen. Runde verbessert, aber zählt natürlich nicht. Da komme ich schon vorm Hochschalten, frühes Hochschalten, den dritten Gang, das Heckraum. Deswegen muss ich da so korrigieren. Na Vettel, du hast abgekürzt und wir haben uns berührt. Und weiter geht's. Der Wagen ist ganz geblieben und zwar beide Ferrari. Ne, doch nicht, Schirmpfeifen. Aha. Jetzt haben wir also wieder einen Nasenschaden. Rückblende wäre jetzt zu spät. Muss ich jetzt reinfahren? Jetzt will ich ja mal kurz schauen. Moment. Ich will mal kurz schauen, ob wir jetzt einen Schaden vernehmen können. Oh, jetzt habe ich umgeschaltet. Moment. Hier sind wir. Also optisch ist da gar nichts zu sehen. Ist gerade eine schöne Kameraperspektive hier. Also wenn wir den Wagen jetzt mal so sehen, da hat sich einfach gar nichts getan. Wenn wir jetzt mal auf die Nasenkamera umschalten. Ah, schwierig, da sehen wir nicht viel. Nee, kannst du vergessen, sieht auch beschissen aus. Ja. Ist die Frage, ist da jetzt wieder bloß was angebrochen? Aber wir hatten es auch schon, dass optisch überhaupt nichts zu sehen war und die Anzeige war rot. Orange habe ich auch schon gesehen, aber gelb und orange sind schon sehr selten. Das finde ich jetzt auch wieder seltsam. Man sieht nicht, dass der Wagen kaputt ist, aber er wird sich jetzt schon, ja, bedeutend anders fahren lassen. Wenn ich da vor allen Dingen an China denke, oder auch vor allen Dingen an Bahrain, mit was für kaputten Nasen die da rumgefahren sind. Und das war ja nicht, das erinnert mich gerade an Ericsson mit dem Force India hier im Qualifying, das Anschieben. Und wie die da herumgefahren sind, klar, die Wagen sind etwas langsamer gewesen, aber es war überhaupt kein Thema damit zu fahren. Ich düse jetzt rein. Das andere bleibt mir auch nicht übrig. Ich hoffe mal, im Spiel wird sich das auch wieder ändern, weil wir haben ja eigentlich gar keine andere Option als reinkommen oder eben nicht bei einer beschädigten Nase. So ein Zwischending wie ja früher, vorne leicht angeschlagen, damit kann es noch weiterfahren, ist hier bei F1 2015 gar nicht mehr drin und da oben tropfen schon ein paar Tropfen herunter. Habt ihr das oben gesehen? Am Namensschild. Es geht schon los. Ich werde aber gleich nochmal rausfahren. Gleiche Tankfüllung, gleiche Reifen. Vielleicht bekommen wir nochmal eine Trockenzeit hin. Ja, da guckst du, hä? Falsche Seite. Die Nase ist vorne rechts von uns aus gesehen kaputt. Und der guckt von sich aus gesehen rechts. Nase gewechselt haben sie nicht, finde ich auch schade. Früher gab es immer eine Überblende, eine Schwarzblende. Und da stand dann was von der Reparaturzeit. Aber es wäre schön, wenn die einfach mal kurz die Nase wechseln würden. Es wäre wieder so eine Kleinigkeit im Spiel, die dem zugutekommen könnte. Ist auch gerade wieder eine sehr seltsame Zeit für mich. Also, was heißt seltsame Zeit? Oh, jetzt sehen wir schon deutlich Tropfen. Früher Abend, wo ich hier anfange aufzunehmen, dieses Rennwochenende. Oh, das können jetzt schon Intermediates sein. Die Sonne bleibt jetzt vermehrt länger auf. Ha, mach die noch durch. Und da ist so ein Zwischending. Ja, wann mache ich bei mir Licht an? Zum Start der Aufnahme war es jetzt noch zu hell für Licht. Und ich musste schon etwas den Vorhang zuziehen, weil die Sonne so blöd reinscheint. Aber ich merke jetzt schon wieder, dass es doch schon langsam etwas duster wird hier bei mir. Na, werde ich dann nach dem freien Training einfach mal das Licht anknipsen. Also mit den Reifen würde ich jetzt, also ich würde jetzt im, sagen wir mal, Rennen reinkommen. Ich würde mir jetzt die Intermediates holen. Die sind einfach zu blau, die Räder. Und genau das machen wir jetzt auch wieder. Toll. Keine Trockenzeit, die wir hinlegen durften. Lag ja auch an mir. Sind wir mit den rot markierten gar nicht wirklich schnell gefahren. Schade, 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 aber das ist schon zu nass. Die Strecke ist nicht sonderlich lang.
nicht so wie eben Spa, wo ein verspäteter Reifenwechsel sehr schlimm sein kann. Fang über meiner Boxen... Ne, Moment, wo wir reingeschoben? Wir werden jetzt direkt an unserem hinten linken Reifen rein... linken Hinterreifen reingeschoben, ja. Weil ganz rechts haben wir, wenn wir auf die Box gucken würden, vom Kommandostand, haben wir eine deutsche Flagge gesehen. Vettels Box. Da düst jemand rein. Der fährt jetzt auch in die Garage. Die schnellen Teams, die stehen da hier rechts von uns. So. Die Intermediates werden es wohl noch sein. Mal gucken, was die Regenreifen sagen. Ja, noch sollen die noch etwas langsamer sein. Und die sind nochmal deutlich langsamer. Die kommen auch bald. Also allzu lange werden wir nicht mit den Grünen fahren. An sich bloß 2 Runden, nehme ich an. Dann war es das auch wieder. Der ist rechts von uns stehen geblieben, der da gerade ankam. Ich werde jetzt einfach mal die Temperaturanzeige offen lassen. Ja, wir werden 20. werden. Immerhin mal wieder ein Ferrari-Motor ganz hinten. Interessant, die Reifen drehen noch durch. Die haben die optimale Verfärbung, aber noch keine Kerntemperatur. Da verwende ich jetzt eine Rückblende, ganz frech. Monaco-Rennen hätte so gerettet werden können, aber natürlich nicht. War nie eine Option. Ja, komisch, jetzt bin ich zwar gefasst gewesen, was mit den Reifen ist, aber die haben sich jetzt auch ganz anders angefühlt. Weil gerade eben sind wir etwas abgeflogen, hat er sich vielleicht die Reifentemperatur beim Abflug gemerkt und hat die uns dann direkt an der Boxengassenbegrenzer-Auslinie dann uns gegeben. Das wäre wieder so ein Durcheinander im Programmcode, das kann ich mir gut vorstellen. Noch sind die Reifen ordentlich grün, noch nicht an den Reifenwechsel zu denken. Und ich sollte beim Anbremsen tunlichst die Wiese vermeiden. DS ist jetzt auch deaktiviert. Der Randstein gibt uns da selbst in so einem hohen Gang noch einen mit. Also grün auf grün passt ja. Aber nicht beim Herausbeschleunigen, auch nicht beim Anbremsen. Und generell nicht in der Formel 1. Aber gerne würde ich mehr Grün in Form von Wiese neben der Strecke sehen. Stimmt, ich bin ja auch gerade auf Fett rausgefahren, fällt mir gerade ein. Vettel ist jetzt drin, der wird dann erst wieder herausfahren, wenn die blau markierten Reifen angebracht sind. Also mit dem Red Bull lief es bei Starkregen gar nicht. Mit dem Red Bull lief es auch in Monaco gar nicht. Mit dem Ferrari lief es da schon grundlegend besser. Ne, zweiter Gang ist ja auch keine Option. Ist auch wieder so eine Sache. Der Red Bull soll da eigentlich so angenehm sein im Regen wie sonst gar kein Wagen. Mal schauen, wie es mit dem Ferrari gleich gegen Ende des freien Trainings aussieht. Der Reifen meldet sich mal kurz zu Wort. Im vierten Gang wieder und Nase abgeschabt. Machen wir gleich nochmal die Spitzkehre. Im Regen eigentlich eine andere Linie fahren, weil die Ideallinie, da liegt Gummi. Die wird jetzt gerade richtig schlüpfrig werden, also der Gummi aufgelöst und das Wasser. Deswegen fährt man im Regen eben eine abweichende Ideallinie im Vergleich zum Trocknen. Mal schauen, ob das bei Codemasters auch irgendwann nochmal ins Spiel kommt. Jep, soweit korrekt. So, Vorsicht, jetzt bin ich gerade auf der Wiese. Ich
Tja, ist die Frage. Ich schätze, meine nächste Runde könnte schon Zeit werden, über die blau markierten Reifen nachzudenken. Die Regenreifen. Für den Fall der Fälle, dass wir dieses Wetter hier an diesem Rennwochenende nochmal erleben, will ich mir jetzt einfach mal die Runden geben. Reifen ist stehen geblieben. Na komm in der Sack. Mitten im Schalten in den fünften Gang. Dabei ist es gar keine heikle Kurve. Ja, die Linie ist hier im Nassen nix, die eigentlich in echt angebracht wäre. Weil das eben hier im Spiel nicht die Ideallinie ist. Das Spiel kennt bloß eine Ideallinie. Egal ob nass oder trocken. Oh! Da war die Wall of Champions! Das haben wir so auch noch nicht erlebt. Der Anecker war jetzt gar nicht so krass, ne? Oh! Das kam jetzt überraschend. Hey, wir haben den Ferrari auch mal zerlegt. Ist aber auch komisch. Klar, in echt hätte der Wagen sich wie Vettel damals einfach weiter in die Wand geschoben, aber wie, als ob da eine kleine Ecke wäre. So hat es den Wagen da rausgehauen. Aber wir kennen ja Codemasters, es sieht nicht unbedingt immer realistisch aus. Total unnatürlich, wie der Wagen sich da verhalten hat. Er geht fast im 90-Grad-Winkel nach links. Das sieht ja sehr seltsam aus. Aber auch in echt wäre hier unser Rennen vorbei gewesen. Vorhin, es rupft sogar die komplette Aufhängung vorne rechts ab. Wobei, ein Fitzel ist noch dran. Interessant, aber gut, dann ist das Freitraining also beendet. Darf ich also früher das Licht bei mir hier wieder anknipsen? Ich nehme es so hin, ist ein Unfall, nehme ich hin. Rückblende verwende ich zwar auch immer gerne, aber heute nicht. Dann sehen wir gleich Kimi nochmal vom Motorrad absteigen. Und wir hören auch noch unsere Abfluggeräusche, weil der Wagen steht ja mitten in der Drehung. Das Spiel hat ihn irgendwie angehalten und genauso den Sound. Ja, Ausfall Kimi Räikkönen. Komm, Visier runter. So sieht ein Kimi aus, wenn er frühzeitig Feierabend macht. Zufriedene Gesichter bei Mercedes am Ende des Trainings, die Fahrer auf den Plätzen 1 und 2. Also, einen Fahrer frühzeitig, also so im Rennoverall gesehen, das haben wir nur mit dem Carlos Sainz nicht. Also ich habe den McLaren damals in Monaco zerlegt, den Force India im freien Training von Monza. Dann eben den Red Bull im allerletzten Rennen im Qualifying von Abu Dhabi und jetzt den Ferrari in Kanada. Haben wir also Kimi auch so mal gesehen. Ist die Frage, ich hätte mir mal vorher die Zeiten anschauen sollen, ob die sich nochmal verbessert haben hier. Im Nachhinein, also als wir auf Intermediates gegangen sind, hätte ich mir die Zeiten nochmal anschauen sollen. Und jetzt eben nochmal das Ganze vergleichen. Kann ja sein, dass Codemasters die wieder einfach so nach vorne teleportiert. Gegen Ende waren welche auf Regenreifen draußen und auch auf den Intermediates. Also wenn ich den Regen gerade sehe, wären Intermediates komplett falsch, aber wenn ich auch an Russland denke, mit welchen Reifen da die KI rausgefahren ist, dann wundert mich einfach nichts mehr. Zeitlich hat der Ausfall ja wunderbar gepasst, weil es bei mir im Zimmer doch etwas duster wurde. Aber duster wurde es nur auf der Strecke und darauf habe ich es nicht abgesehen. Also auszuscheiden, um dann eher das Licht anzuknipsen. Gegen Ende waren es klar die blau markierten, die Regenreifen, die angebracht gewesen wären, wie wir es da gesehen haben im Bildschirm oder auch noch hier sehen, besser gesagt. Nur weil ich es jetzt später aufnehme, sehen wir trotzdem noch das Bild im Hintergrund. Also die wäre ich noch gerne gefahren. Ich hoffe mal, die kleine nun fehlende Erfahrung wird nicht nötig sein. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.